Hallo, herzlich willkommen bei Conradin Industrie TV hier auf der SBS 2019. Und neben mir begrüße ich jetzt Markus Kick, Business Development Manager bei Wieland Electric. Wieland, einer der Aussteller hier auf der Messe. Welche Neuheiten zeigen Sie denn dieses Jahr? Gerade im Bereich Industry Solutions verfolgen wir die Bereiche dezentrale Energieversorgung, verfolgen wir IoT 4.0, ganz schwer als Fokusthema und natürlich für das, was Wieland eigentlich steht, für funktionale Sicherheit mit unserer Sicherheitssteuerung Samuelsburg Compact. Sie haben gerade angesprochen, das, wofür Wieland steht. Aus Ihrer Sicht, was unterscheidet Wieland von den Marktbegleitern, gerade speziell so beim Thema Feuerungstechnik? Ganz speziell unterscheidet uns unsere Offenheit. Während andere große zentrale Sicherheitssysteme fokussieren, machen wir uns offen und im Gegenteil bieten anderen Herstellern, mit uns zu kommunizieren. Wir bleiben in der dezentralen Ebene absolut intuitiv und anwenderfreundlich. Welche Zielgruppen haben Sie denn so im Visier? Speziell in der Sicherheitstechnik, den Maschinen wie auch den Anlagenbau, insbesondere die Feuerungstechnik, das heißt vom klassischen Dampfkesselhersteller bis zur Thermoprozessanlage. Die SBS zeigt natürlich auch immer so die aktuellen Entwicklungen und aktuellen Trends. Jetzt aus Ihrer Sicht, was sind denn so die Trends, die zurzeit den Markt umtreiben? Ganz insbesondere verfolgen wir, wie auch schon angedacht, dezentrale Systeme, dezentrale Anlagen. Im Bereich Power to Gas, erneuerbare Energien, wird es darauf hinauslaufen, dass Anlagen dezentral platziert werden, mehrfach eingesetzt werden, mehrfach unterschiedliche Energie versorgt werden. Fokussiert wiederum dezentrale Sicherheitstechnik, dezentrales Energiemanagementsystem. Und wenn wir mal so einen Blick vielleicht dann nochmal in das nächste Jahr werfen, wo geht es aus Ihrer Sicht im Markt hin? Vor allem 2020 erwarten wir als Wieland einen Riesensprung im Bereich der Kommunikationstechnik, der Verständlichmachung von IoT 4.0. Also IoT 4.0, eines der Highlights bei Wieland und auch auf der Messe. Richtig. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Danke. Danke schön.